Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Resident Evil 4. Direkt juckt die Nase. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, in der letzten Folge hat Ramon zu viel geredet und wir haben ihn ganz easy, ganz simpel, haben wir ihn da ganz kurz pack, pack, zwei Kugeln verpasst und dann hat sich das auch erledigt mit dem kleinen Stricher. Nein, ganz so einfach war es nicht. Er hat ordentlich Munition gefressen. Aber okay. Oh, guck mal, jetzt hängt die Magnum da an unserem Halfter. Auch schön. Und wenn wir... Ach, er packt beide da rein. Ach, ganz klar. Da, zack, beide drinne. er hat ordentlich Munition gefressen. Und das ist untertrieben. Perfekt. Wenigstens muss ich nicht schwimmen. Und haben ihn dann aber nach weiß nicht, zwei, drei Versuchen besiegt. Es war echt nicht leicht, muss ich gestehen. Aber letztendlich haben wir es dann doch geschafft. Ashley ist von Krauser entführt worden. Deshalb jagen wir ihn jetzt. Mist. Oh. Suchst du was? Ach, das Schwarze, das war keine Schutzweste, das ist ihr Halfter. In einem Video dachte ich, sie hat eine Schutzweste, weil ich habe hier oben nur schwarz gesehen. Da sah es aus, als wenn sie so eine Weste anhat. So, Kapitelergebnis. Sturz der Burg, endlich hält er die Klappe. Strike. So, wir haben 60 Gegner getötet, eine Stunde 20 Minuten gebraucht. Viermal sind wir gestorben, 85% Genauigkeit. Und 21 Mal haben wir Schaden erlitten, aber wir haben auch einen dicken Bossfight hier gehabt. Ich will das gar nicht schönreden, wir hatten einfach einen Bossfight und der hat uns überhaupt nicht leicht gemacht. Wir haben jetzt Kapitel 13 erreicht und machen weiter. Oh, Ada kommt mit. Du siehst aus, als hättest du was zu sagen. Ich habe eine Frage. Aber wirst du sie auch beantworten? Raccoon City. Dieser Vorfall, er hat alles verändert. Man rettet einen und 100 andere sterben. Ich habe mich verändert. Du? Leon Scott Kennedy? Du hast dich nicht verändert. Das bildest du dir bloß ein. Die Frage ist, hast du dich verändert, Ada? Oder benutzt du mich nur wieder? Was denkst du? Wir sind da. Denk nicht zu viel nach, Hübscher. Wir sehen uns. Immer das Gleiche. Ich glaube, Leon wird da oft sehr, sehr stehende Träume von Ada haben. Kapitel 13. Okay, keine Ahnung, wo wir sind. Ashley hinterhergehen. Ach du Scheiße. Was ist das denn noch für eine Fabrik? Alter. Okay. Oh, die sehen hier noch fieser Ashley. Aus. Oh, da ist Ashley. Da bist du. Ich muss vorsichtig sein. Keine Lust, in ein Wespennest zu stechen.
Scheinwerfer. Um die mache ich besser einen Bogen. Warum? Du bist doch gern im Rampenlicht. Schnell jetzt. Ach so. Ich setze mich gerade in eine Hocke und er macht schnell jetzt. Ich könnte einen Händler gebrauchen. Ich muss meine Weste mal irgendwie fresh machen. Ach, das ist das Ding. Gibt's hier wieder irgendwelche Tricks, dass ich die dann da reinlocken kann oder so? Da ist Sackgasse. Kai. Das ist einfach Kai. Hä, wieso heißt das einfach Kai? Hier, Kai. Wir sind bei Kai. Hier haben wir Kisten. Flinte. Und ein Kräutchen. Können wir uns wenigstens wieder einen perfekten herstellen? So. Was ist das für ein Stein? Da komme ich nicht ran. Doch jetzt. Grabinschrift in einer Höhle. M. Dixley. Ist wahrscheinlich ein Datum, ne? Vertrieben von den kriegerischen Gottlosen finden wir uns im Exil wieder. Verdorrt ist das Gras. Karg der Wald. Ein Leben in Sühne. Die Insel unser Fegefeuer. Doch verzagt nicht, Brüder und Schwestern. Unsere Zeit wird kommen. Hester Sattler. Es wird wahrscheinlich ein Datum sein, aber ich bin mit diesen römischen Zahlen nicht ganz so... Oh! Ich hab da was, willkommen! Ich hab was Tauschen. Neues für dich, Partner. Spezial-Upgrade, noch eine Karte. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Eine Killer, was ist denn das? Eine bedienfreundliche Magnum meine mit Laservisier. Sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Hohe Durchschlagskraft. Okay. Vergleichen. Angriffskraft 15, die hat 20. Magazin 6, die hat 7. Nachladen 1, die hat 52. Also verkaufen wir unsere Broken Butterfly und kaufen uns die Killer, oder? Vorher speichern wir aber. Ich weiß, haben wir erst, ist noch nicht so lange her, aber man weiß ja nie. Willkommen. So. Wir verkaufen Folgendes. Im Grab. Unsere Broken Butterfly. Krempel wenig. Danke. Oh, Kofferweiterung gibt's jetzt auch schon wieder. Scheiße. Und wir kaufen deine die hier. Kohle oder ganz ehrlich, wenn du eine Waffe brauchst, dann die. Ne? Du sagst es. Haben wir noch was zum Verkaufen? Oh, der Lippenschiff, 24.000 bringt er. Ich kaufe. Und den können wir jetzt auch verkaufen. Alles. Und die Schlüssel auch. Also konnten wir vorher schon, aber. Ein hervorragender Deal. Tja, den können wir uns leider noch nicht leisten, den Koffer. Da müssen wir nochmal gucken, was wir hier so finden. Die können wir sogar noch einmal verbessern. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Ich hab nur die, komm jederzeit wieder. Wo ist die? Hier ist die. Oh, mit Laservisier. Bumm, die hat bestimmt ordentlich Wumms, aber wir haben nur noch 7 Kugeln. Deshalb schicken wir die mal zurück in die Kiste. An Aufbewahrung. Die Bolzen fand ich jetzt nicht so schlecht. Aber man musste halt wirklich viel davon herstellen. Deshalb 6 Bolzen können wir herstellen mit dem Messer hier. Und dann können wir noch Mine. Wollen wir das machen? Komm, wir machen das. Scheiß drauf. Ich meine, gegen Salazar haben die wirklich gut geholfen.
So. Ich glaube, den Fisch packen wir hier mit hin. So. So ist das doch ganz ordentlich. So, ich habe gar keine Waffe ausgerüstet. Wir laden den auch mal nach. Aber mir gefällt von dem eigentlich nur... Ja, die Minenaufsätze. Okay, der hat sich jetzt gedreht. Ich habe meine Weste vergessen. Echt jetzt? Fuck. Kommen die hierher? Warte mal. Ich laufe jetzt mal zurück und stell mal das Ding wieder um. Vielleicht geht das. Leider nicht. Es wäre auch zu schön gewesen. Geht doch. Sauber. Gott, da sind wieder rein zu Munitionsfresser hier. Einer hässlicher als der andere. Einer weniger. Was? Hey. Ich weiß nicht, ob ich die hätte vielleicht hier irgendwo reinlocken sollen. Keine Ahnung, wo er ist.
Nix. Okay. Wenn das nur mal alles Munition gewesen wäre, wäre schon geil gewesen. Und wieder nur Kohle, Mann. Oi. Ich glaube fast, ich hätte das so machen müssen. Guck, und dann hätte ich mich hier hingestellt. Und dann wären sie da durchs Fenster gekommen. Oh. Ah, die Schatzkarte hätten wir kaufen können, ne, beim Dings. Warte, das machen wir nochmal. Dafür flitzen wir nochmal kurz zurück. Mit Sicherheit hat der eine Schatzkarte. Ganz sicher. Willkommen! Wofür kann da, sag ich doch. Lust, ein bisschen da. Gerümpel aufzulesen, Fremder? Wär's angenehme Reise. Ja, was? Willkommen! Für die Red 9. Kräuter! Für die TMP? Eine Sache. Man kann damit heilen, töten, einfach alles. Nächstes Mal kaufst du aber was, ja? Hab ich doch. Gut. Nur Geld, Alter. Da ist noch ein Schatz. Ernsthaft? Hui. Hier wurde ordentlich gemetzelt. Dann habe ich da tatsächlich einen Schatz übersehen? Ich war doch aber da. Oder es war wieder so ein fliegender. Also so ein hängender. Hier auf dieser Höhe ist er auch nicht. Noch einen runter kann ich aber nicht. Hätte ja sein können.
Ist der vielleicht da? Nee. Der muss doch da irgendwo sein. Zurück, sondern wir gucken mal, ob wir den vielleicht dann von da irgendwo bekommen, dass wir vielleicht, eigentlich kann ich es mir aber nicht vorstellen. Sehr gut. Achso, ich dachte, da kann ich rein. Und nu? Hier gibt's noch Kohle. So, das ist auch wie so ein kleines Rätsel hier. Ist das bekloppt? Ja, ich weiß nicht, wo der Schatz da unten gewesen sein soll. Aber ich habe schon wieder vergessen, mir die Weste zu holen. Dafür macht der so einen Zirkus. Okay, ich höre auf jeden Fall noch einen. Der ist sympathisch. Den habe ich abgeknallt, tot. Macht keine Mucken mehr, kein Nix. Jetzt bin ich hier auf der anderen Seite, wo da der Grabstein war. Von hier bin ich gekommen. Und da habe ich geguckt. Also gehen wir ganz hoch. Jetzt sind wir auf der Höhe von... Hä? Das ist zu hoch für mich. Den Messern, wa? Schlaf gut, kleine Prinzessin.
Unsere Munition wird echt mau. Und das macht hier nicht den Anschein, als wenn die aufhören würden. Kann da nicht durch. Oh. Ist noch ein gelbes Kraut. Ah, ich verstehe schon. Muss das Fass kaputt schießen, um dann da durchzukommen. Und dann kommen wir erst zu dem Schatz wahrscheinlich. Aber jetzt werden wir gehört. Oder auch nicht. Wieder so ein Goldlux. Können wir wieder was in die Augen stecken, ne? Der rote Stein war weniger wert, ne? Jawohl, der war nur 3000 wert. So. So, jetzt würde ich gern nochmal speichern. Oh mein Gott. Aber die Schreibmaschine ist jetzt leider weiter unten. Gott, ey. Die Lampe hat ja mal gar nichts gebracht. Wie lange die aber gebraucht haben, um gucken zu kommen, was hier Tatsache los ist, ne? Dein Raketenwerfer? Der hat einen Raketenwerfer gehabt. Scheiß Penner. Tja, Munition wird langsam mau. Fünf Kugeln und er ist am Ende. Schön durch den Helm.
So. Da gehe ich jetzt nicht runter, ich gehe hier lang. Ganz anständig, wie es sich gehört. Einen Schatz gibt's hier nicht. Eine Schreibmaschine wäre toll. Oh, wir können uns die Koffererweiterung holen, wobei ich weiß nicht, ob wir sie brauchen. Wir können noch ein perfektes Kraut machen. Gewehrmunition wäre vielleicht nicht schlecht. Ich mache das jetzt einfach mal, sonst gebe ich es wieder für was anderes aus. So, prima. Da werden die Eier gleich wieder dicker. Ich hoffe, hier kommt gleich irgendwie mal eine Schreibmaschine. Ich würde gern speichern. Sieht nicht so aus. Okay, pass auf. Kann ich zurück? Kann ich, jawohl. Okay, gut. Ich werde die Folge dann hier jetzt einmal beenden. Morgen geht es ja schon direkt weiter. Ich laufe nochmal zurück, gehe speichern. Und dann stelle ich mich genau hier wieder hin. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf. Ja. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen. Ciao, ciao.